Aufgabe 2. Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben 90 Sekunden Zeit. Situation Sie hören ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen. Marion möchte tanzen lernen. Martina, Ihre Freundin, ist Tanzlehrerin und informiert Sie daher über drei verschiedene Tanzschulen in Wien. Hören Sie gut zu und ergänzen Sie entweder die fehlenden Informationen oder kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an. Sie hören den Text einmal. Hallo Martina, jetzt ist es endlich soweit. Ich beschloss, durchs Tanzen fit zu werden, wie du es mir schon lange empfiehlst. Nun bräuchte ich ein paar Infos über die Angebote in der Stadt. Na, endlich! Du wirst sehen, dass Tanzen Körper und Geist gleichzeitig gut tut. Derzeit haben wir drei Tanzschulen in der Stadt, alle mit einem breiten Angebot. So nehme ich mal an, dass du den richtigen Kurs findest. Sicher, welche sind diese? Also, es gibt die Tanzschulen Ruprecht, Elmeyer und Schwebach. Als erstes würde ich gerne erfahren, was für Kurse es gibt. Ich bin begeistert von den lateinamerikanischen Tänzen, bin aber kein Profi. Ja, ja, ich weiß. In allen drei Tanzschulen hast du die Möglichkeit, einen Grund oder Fortsetzungskurs zu belegen. In der Tanzschule Ellmeier und Ruprecht kannst du außerdem an einem Auffrischungskurs teilnehmen. In der Tanzschule Schwebach werden auch Hochzeitkurse organisiert. Blendend. Aber wo sind diese Schulen überhaupt? Also Ruprecht hat die beste Lage. Sie liegt ganz zentral im ersten Bezirk. Schwebach und Elmeyer liegen ein wenig außerhalb. Das heißt, Schwebach im 14. und Elmeyer im 7. Bezirk. Mit dem Auto sind es eigentlich alle drei gut erreichbar. Wann sind denn diese Kurse? Vor allem die Abendkurse würden mich interessieren. In allen drei gibt es Abendkurse. In Ruprecht dauert er von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. In der Tanzschule Schwebach werden die Abendkurse von 7 bis 9 veranstaltet. Und bei Elmeyer von 18.45 Uhr bis 20.45 Uhr. Aha. Und wie ist es mit der Buchung? Also bei Elmeyer kannst du dich online anmelden. Bei Schwebach auch. Und die haben auch eine Gratis-Hotline. Also akzeptieren sie die telefonische Anmeldung. Und bei allen drei kannst du einen Kurs auch persönlich buchen. Gibt es auch einen festen Zeitpunkt der persönlichen Anmeldung? Ja, ja. Bei Ruprecht und elmeier kannst du dich zu Bürozeiten, also zwischen 8 und 5 anmelden. Und bei Schwebach geht es auch abends, zwischen 10 und 20 Uhr. Prima. Und was kostet denn so ein Kurs? Die Preise sind ziemlich unterschiedlich. Bei Schwebach kostet eine Stunde 15 Euro pro Person, bei Ruprecht wesentlich mehr, 32 Euro. Und bei elmeier verlangen sie 22 Euro die Stunde. Das geht noch. Gibt es da irgendwelche Bekleidungsvorschriften? Bei Ellmeier und Schwebach gibt es keine. Das heißt du ziehst bequeme Schuhe an, aber vom Stil her ist es völlig egal, was du trägst. Bei Ruprecht gibt es aber spezielle Kleidung, die du dir in der Schule leihen und bis zum Kursende behalten kannst. Und wie viele Kursteilnehmer sind üblich in einer Gruppe? Es wird nicht in allzu großen Gruppen unterrichtet. In der Schule Ellmeier gibt es 20 bis 24 Personen in einer Gruppe. Bei Schwebach 10 bis 16 und bei Rupprecht 28 bis 30. Das geht ja noch. Und wie groß sind die Tanzsäle? Bei Schwebach gibt es Platz genug. Da ist der Saal 210 Quadratmeter groß. Bei Ellmeier 170. Und bei Ruprecht ist er ein wenig kleiner, da das Gebäude hier auch nicht allzu groß ist. Da beträgt die Größe des Tanzsaals etwa 150 Quadratmeter. Du, was ich noch erfahren möchte, werden in den Schulen auch Übungsabende veranstaltet? Freilich, und zwar in jeder, in der Tanzschule Ellmeier jeden Dienstag, in den beiden anderen jeden Freitagabend. Hört sich gut an. Und was kosten denn diese Abende? Ruprecht verlangt 4 Euro pro Person, Schwebach 5,10 Euro und Elmeyer 7. Aber da ist auch ein Begrüßungskoktel im Preis inbegriffen. Martina, vielen Dank für deine Informationen. Ich werde es mir überlegen. Nichts zu danken. Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit, alle Antworten zu kontrollieren.